Hallöchen, Leute, ich weiß nicht, dritter Tag, vierter Tag, weiß ich jetzt nicht. Nochmal neues Zahnrad. Also mal gucken, was wir mit dem Licht ein bisschen hinkriegen. Wieder auch von unten und von oben. Jetzt habe ich die Zahngeometrie nochmal komplett geändert und den Pinüppel größer gemacht. Jetzt will ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Das Zahnrad kommt ja hier wieder rein. Ich hoffe, das klappt. Oh, leider nicht. Ist jetzt der Stift zu groß, der Nippel. Das ist doch doof. Ist zu groß. Wie kriege ich den jetzt kleiner? Eine Feile, ne? Wo habe ich die Feilen? So. Also, der Pinöppel ist noch ein Stück zu groß, passt nicht rein. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt geschnitten habe. Jetzt versuche ich das mit einer Feile ein wenig kleiner zu feilen. Ist nicht viel. So, probieren wir mal. Fast, 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 fast passt das rein. Passt fast. Ganz kleines bisschen. So. Fast. Ah, noch ganz kleines bisschen. Also, ich schätze mal. Komma 5 mm oder so kleine. Lieber feile ich was weg. Also es vornherein schon zu klein zu haben. So, jetzt passt es. So, jetzt ist er drin. Jetzt ist es drin. Da fehlt noch das Gummi. Da muss er dann auch rein. Mach mal so, dann mache ich gleich. Gummi. Nicht beabsichtigt. Problem ist, das hier muss so. Das ist ein funktioniert aber wunderbar. Aber es rattert noch ein bisschen. Ist aber scheißegal. Für ein Gummi ab. Nicht.
Okay, ich seh schon das Problem. Warum, wieso, weshalb, aber das lasse ich jetzt so. Das kann ich nochmal im Nachhinein ändern. Und zwar, ich hoffe, man kann das dann sehen. Ich versuche mal drauf zu zoomen, dann zeige ich euch das ein bisschen besser. Ich hoffe, das klappt. Also die Zähne und die Aussparung, das ist schon alles passend. Aber diese Lücke hier, die ist nicht lang genug. Nicht ganz. Es fehlt ein halber Millimeter oder so. Wenn ich jetzt meine Dreikantfeile hätte, könnte ich das nachfeilen. Das ist auch nicht ganz glatt. Ich denke mal, ein SLA wäre das sogar noch ein bisschen besser. Das wäre viel feiner. Das ist ja jetzt hier FDM. Also jede Schicht einzeln. Bisschen Toleranzen gibt es ja auch vom Filament. Es wird ja nicht super glatt, aber das passt. Also die Lücke müsste ich vielleicht noch ein bisschen länger machen, also tiefer machen. Das lässt sich aber noch schnell noch ein bisschen nachbasteln. Also das funktioniert. Das lasse ich jetzt auch so, auch wenn es ein bisschen rattert. Jedenfalls funktioniert das wunderbar. Ich werde dann die STL, nachdem ich das noch mal ein bisschen geändert habe, und den Pinüppel mache ich vielleicht noch mal um 0,3 Millimeter kleiner, circa. Werde ich das veröffentlichen auf Thingiverse zur freien Verfügung. Dann kann sich jeder, der irgendwie einen CD-Player von Philips hat, wo diese Art Rad drinne ist, das ja selber nachdrucken. Das ist ja nicht das Problem. Mit Support unten dran sollte dann hinhauen. Also schätze ich mal. So, mal her, geh mal da wieder rein. So. Gummi ist ja noch in Ordnung. Das ist ja nicht disintegriert. Aufs Rad drauf. Ich glaube, die Nut mache ich vielleicht auch noch mal ein ganz kleines bisschen. Ja, so ein ganz kleines bisschen mache ich die Nut hier noch ein bisschen tiefer. Ach so, sieht ihr gar nicht. So. Also die Nut, wo das Gummi drinnen läuft, ich mache vielleicht noch ein ganz kleines bisschen tiefer. Kann ich noch machen. Das war ja das erste Prototyp in dem Sinne. Aber es funktioniert. Es liegt auch ein bisschen schräge. Leicht. Also es geht leicht schräge nach da. Das heißt, das Rad noch ein bisschen nach dahin versetzen. Halber Millimeter, ein bisschen nach darüber. Sollte kein Problem sein. Es könnte natürlich auch durch den Druck sein. Du bist ja da drinnen. Ja, ich sehe schon warum. Ja, das kriege ich schnell geändert. Dann läuft das auch gerade. Also ich lasse es für meine Verhältnisse, lasse ich das jetzt so. Das funktioniert ja. Können wir mal einfädeln hier. Ja, das ist okay. Nochmal anmachen. Ja, wo ist der Knopf? Läuft sich das noch ein? Weiß ich nicht. Gut, das wäre das. Jetzt kümmere ich mich um die Elko-Geschichte und sauber machen, dass ich das ein bisschen sauber machen kann da, die Platine und die Elkos. Für die Elkos habe ich ja
Ja, das ist nicht die Kiste dazu, das ist eine andere Kiste. Aber ich habe mir damals ja mal Elkos besorgt. Ja, hier sind noch ein paar Sachen drin, die sind jetzt nicht von Interesse. Aber hier sind noch ein paar Elkos. Was für eine Spannung haben die denn eigentlich? Haben die hier 10 Volt, 50 Volt, 50 Volt, 50 Volt, 25, 50, 50 Volt, 25 Volt. Ja, passt. Dabei habe ich ein bisschen was und ich habe hier noch ein. Habe ich mir jetzt noch mal besorgt. Für sowas reicht das aus. Da sind dann noch mal ganz viele Elkos. Da ist dann 10 μF, 25 Volt, 47 Mikrofarad, 10 Volt, 25 Volt, 50 Volt, 100 Mikrofarad, 25, 50 Volt, 220 Mikro in 10, 16, 25 Volt. 330 Mikro in 25, 35, 470 μ und so weiter. Also, ich habe schon mal geguckt, dass es so ein bisschen höhere Spannung. Es gab auch einen Satz, da waren noch andere Elkos mehrere Werte oder mehr Werte, aber ich glaube 6 Volt und 10 Volt die meisten und ich weiß nicht, was hier alles so drinne verbaut ist. Es steht da 16 Volt, das passt schon mal. 50 Volt, naja, ich denke mal, hinten Netzteilsektion wird 50 Volt oder was drinne sein. Weiß nicht, was da drinne steckt. Da steckte, kann ich mal die Namen lesen. VX in Klammern M. Gut, das wäre der Teil. Ich mache mich jetzt an die Elko-Geschichte. Da kommt der nächste Teil. Aber da mache ich mich jetzt dran und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Ich denke mal Finale wieder. Ich gucke noch mal nach dem Service-Manual wegen Abgleich, Laserstrom, Fokus. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Oder ich mache es einfach per Pi mal Gefühl. So. Das wär's dann. Okay, bis dann. Tschüssi.